freue mich ganz außerordentlich, dass Sie da sind. Und ich sorge jetzt dafür, dass Sie sich alle schnell setzen. Aber Sie können sich auch nach und nach setzen, gar kein Problem. Wir haben nur ein zeitlich anspruchsvolles Programm und inhaltlich natürlich sowieso vollkommen überzeugendes Programm. Und da wollen wir nicht zu spät starten mit. Ich freue mich sehr, dass das Berliner Antike-Kolleg heute hier ist. Ich habe, wenn ich jetzt auf Philipp gucke, der da gerade eifrig in dem Ablaufplan blättert, Philipp van der Eck, den ich sowieso kenne, aber auch Herr von Rummel da und Herr Richter da. Wir haben gerade auch schon ein bisschen vorgesprochen, ganz herzlich willkommen auch an Sie. Gemerkt, dass wir dieses große Programm haben und deswegen eben zügig starten sollten. Ich habe die Geschichte Topoi und die Entwicklungen natürlich auch so ein bisschen mitbekommen, weil ich Philipp aus anderem Kontext kenne. Das Leid, aber auch die guten Aussichten, die das Berliner Antike-Kolleg einfach dadurch, dass es noch da ist, zeigt. Ich freue mich, dass dieser Rückblick auf die sozusagen Jahresleistung 2023, da sitzen auch stolze Absolventen, hier bei uns heute in der Staatsbibliothek stattfindet, dass wir hier sozusagen so ein Nukleus für die altertumswissenschaftliche Verbundforschung des laufenden Jahres in Berlin und Umgebung, die Pläne in Zukunft nach draußen heute hier haben und natürlich auch, dass eben die Absolventinnen Berlin Graduate School of Ancient Studies heute und hier im Programm passieren. Es ist ja eine Reihe, die wir feiern, ich weiß gar nicht, 2011 gegründet, ne? Und das, von daher müsste das jetzt so das 12. Mal so ungefähr sein, 13. Mal. Personen und Objekte, es geht um Personen, aber um Objekte. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Festvortrag, Sie haben gerade gesagt, Sie verstehen auch, avoid to switch to English, but here now I do it in a short moment, der Festvortrag, The Migration of Classical Antiquity, Water Trouble in Ofid, Jenny Erpenbeck uns vorstellen wird. Ich spare mir mal die weiteren Details und ich gehe davon aus, Philipp, dass du einführen wirst, deswegen möchte ich dazu jetzt gar nichts sagen. Die Promotionszertifikate hatte ich gerade schon kurz benannt. Wir sind, also die Staatsbibliothek, beziehungsweise die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, langjähriger Partner im Berlin Antikenkolleg und insofern liegt es natürlich auch sehr nahe, dass wir uns hier im Humboldt-Saal heute treffen. Ich weiß, es gab schon verschiedene Standorte für diese Jahresmeetings, aber in diesem ehemaligen Festsaal der BBAW, tja, was liegt näher, als es genau hier zu tun. Ein paar Argumente vielleicht dafür noch, wenn der Raum nicht schon so für sich spricht, auch wenn es manche vielleicht anders sahen. Ich habe ein schönes Zitat von, natürlich können hier heute nur Altphilologen oder Althistoriker eine Rolle spielen, Willa Mowitz Möllendorf, der nach einer längeren Tirade gegen das Haus und die Umstände dann zusammenfasst, der Erbauer hat denselben Kunstverstand bewiesen wie in der finsteren Basilika des Kaiser-Friedrich-Museums. Und man fragt sich, wie dieser Herr von Ihnen zu diesem Auftrage, daneben auch, wie er zu seinem Adel gekommen sein möge. Also es ist nicht wirklich ganz freundlich, unser Einstieg, aber ganz klar, zeitlich jedenfalls passte das ganz gut mit dem Aufstieg der deutschen Altertumsforschung im 19. Jahrhundert zusammen. Und das passt natürlich auch sehr gut zu der hier 1914 eingeweihten Bibliothek. Und lassen Sie mich auch gleich sagen, die Bibliothek hat etwa 120 altertumswissenschaftliche Nachlässe, darunter natürlich sehr bekannte. Einen will ich jetzt gerade benennen, August Böck. Und den benenne ich natürlich aus einem besonderen Grund, komme ich gleich zu dem Initiator des Corpus Inscriptionum Graecarum. Denn Sie haben im vergangenen Jahr ein wichtiges Projekt abgeschlossen, die August-Böck-Edition. Und ich nehme einfach mal sehr stark an, das habe ich jedenfalls den News vom 1.12. entnommen, Christiane Hackel hat die große Vorlesung Enzyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften zum ersten Mal historisch-kritisch analysiert und ediert herausgegeben. Diese etwa 25 Mal gehaltene Vorlesung wurde dann 1865 das letzte Mal gehalten und ich gehe sehr stark davon aus, dass sie, ich weiß gar nicht, ob sie hier ist, den Nachlass auch intensiv studiert hat, um genau das zu tun. Dieser Nachlass, der eben hier liegt, schauen wir mal, ich habe noch ein Blatt Papier, das brauche ich überhaupt nicht. Dieses Buch ist klassisch noch gedruckt erschien man auf meiner und weist alle Figuretten einer historisch-kritischen Ausgabe ganz klassisch noch aus. Aber ich könnte jetzt noch weitere bedeutende Historiker oder Theologen auch anführen, die in der Altphilologie gewirkt haben, so natürlich Theodor Mommsen, das Literaturnobelpreisträger, der das Parallelwerk Corpus Latinarum konzipiert hat jedenfalls. Wenn er sich intensiv mit dem Vorzustand beschäftigt und sozusagen im Prolog oder
den Fleiß der deutschen Wissenschaft, insbesondere natürlich der Altertumswissenschaftler, der durch die vorherigen Zustände, bevor die Bibliothek 1914 hier eröffnet wurde, so stark durch Raumnot, Geldnot, Personalmangel, ja, in massive Grenzen festgesetzt war, darin gipfelt, dass er dann sagt, ich kann den Braunschweigern eigentlich nichts dazu sagen, dass Wolfenbüttel noch immer kein feuerfestes Gebäude hat, da war ein Brand gewesen, da die Berliner ja nicht mal in der Lage sind, vor dem eigenen Haustür zu kehren. Oder Adolf von Harnack, das jetzt und der letzte Zeuge sozusagen, der Gründungsdirektor dieses Hauses, 1914 hier eingezogen, der sicher die Äußerung Mommsens kannte und die Bibliothek jetzt als Ausleihbibliothek gegenüber England, also London, Paris und den großen anderen Bibliotheken verteidigt und sagt, wenn dem deutschen Gelehrten besonderer Fleiß nachgerühmt wird, so ist es mir nicht unwahrscheinlich, dass die Möglichkeit, die Bücher der Bibliothek zu Hause bei der Lampe zu studieren, daran einen bedeutenden Anteil hat. Also ein Grundprinzip, was bis heute gilt. Ja, die Bibliothek bietet immer mehr sehr differenzierte Arbeitsmöglichkeiten. Wir zonieren im Moment unsere Lesesäle, 9 haben wir hier im Haus, immer mehr. Und sie ist jeden Tag auf in der Woche, sie ist in den Abend hinein auf, auch jetzt noch auf. Und sie hat natürlich, das sei auch dazu gesagt, eine reiche Erwerbungstradition, gerade in den Altertumswissenschaften, die einer der Sammelschwerpunkte schon immer gewesen sind seit 1661. Wir digitalisieren, wir lizenzieren digitale Informationsquellen, ob in Form von Fach- oder Faktendatenbanken, Editionen, E-Journals, E-Books, germanische Alterskunde online oder den Thesaurus Linguae Graecae. Das alles eingebettet in einen ganz großen Schwerpunkt der Geistes- und Kulturwissenschaften, der trans- und crossdisziplinäre Perspektiven erst eröffnet eigentlich. Dieses Gewebe, das ergänzt wird eigentlich durch das Know-how unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen 80 Sprachen, wie wir immer stolz sagen, und wir bringen viel Expertise, zum Beispiel im Bereich der Materialwissenschaften mit ein, aber natürlich auch der Paläographie, der Kodikologie, typische Handwerksarbeit eigentlich ihrer Disziplin genau. Und das geht weit über die formale Erschließung des Schrifttums hinaus. Und wenn wir zum Beispiel über die Überlieferungsgeschichte gemeinsam nachdenken, wenn wir materialwissenschaftliche Reihen durchführen, aber eben heute auch immer mehr Machine-Learning-Verfahren, KI könnte man jetzt auch sagen, einsetzen, um OCR bei Fremdalphabeten zu nutzen oder auch bei Mustererkennung, in den Mittelpunkt, also Mustererkennung zur Erkennung von Bildmarken zum Beispiel in den Mittelpunkt stellen, dann sind wir sehr, sehr nah bei dem, was uns auch gemeinsam zusammenführt, die NFDI zum Beispiel, NFDI for Objects, da ist ja die Altertumswissenschaft sehr stark vertreten. Ich bin jetzt Co-Spokesperson in der NFDI for Culture, wir arbeiten gut zusammen, in der Base for NFDI gibt es weitere Werkzeuge und Instrumente. Also die Altertumswissenschaft, historisch kommend, im digitalen Raum immer aktiver, lebt sehr gut mit der Staatsbibliothek, der wir genau aus dieser Tradition natürlich auch herkommen, aber eben dabei sind, die Staatsbibliothek in die Zukunft weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und dass wir der Ort sein dürfen, an dem die altertumswissenschaftliche Community sich hier in Berlin trifft. Und ja, ich wünsche Ihnen einfach eine spannende Veranstaltung, nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, neue Möglichkeiten der Kooperation auszuloten. Wahrscheinlich jetzt weniger, jetzt werden Sie mehr hören, aber Sie werden Interaktives erleben und dann nachher beim Empfang, der, ich sage es jetzt schon, übrigens, weil nicht viele hier so ortskundig sind, durch diese oder diese Tür dann auf der Seite, auf der anderen Seite in dem Saal stattfinden wird. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und wünsche uns allen einen wunderbaren Abend. Liebe Herr Altenhöhner, liebe Emily Greenwood, liebe Angehörige der Trägerinstitutionen unseres Berliner Antike-Kollegs, liebe Absolventinnen der Berlin Graduate School of Ancient Studies, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie im Namen des Vorstandes des Berliner Antike-Kollegs hier begrüßen zu dürfen. Wir sind wirklich froh, in welch großer Zahl Sie gekommen sind. Das zeigt, was für eine starke Community wir sind hier in Berlin. Wie groß wir sind, das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Und weil wir so groß sind, haben wir auch eine gewisse Verpflichtung zur Zusammenarbeit. Und dafür ist das Berliner Antike-Kolleg da. Und wie Herr Altenhöhner schon so schön sagte, gleich im Anschluss ist dann auch Gelegenheit, das alles weiter zu vertiefen und zu diskutieren und zu besprechen. Im Jahre 2023 ist viel passiert. Das wird Ihnen gleich Sebastian Richter vorstellen. Das Berliner Antike-Kolleg war sehr aktiv und gleichzeitig sind wir auch sehr aktiv in Hinsicht auf die Zukunft. Wie geht es weiter mit dem Antike-Kolleg?
wie sichern wir all die schönen Dinge, die das Berliner Antikequick erreicht hat, wie sichern wir auch die Zusammenarbeit von uns allen untereinander. Das kann aber nicht der Vorstand alleine tun, dazu braucht es die Community, dafür braucht es Sie alle, euch alle, wir müssen das alle zusammen tun als große Gemeinschaft in diesem Antikequick. Deswegen noch einmal herzlich willkommen hier und ich gebe gleich weiter an Sebastian Richter. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in aller gebotenen Kürze also ein paar Erinnerungen an das Jahr, das hinter uns liegt und ein paar Blicke voraus auf 2024. Das Jahresthema, wie die meisten von Ihnen wissen, also eine Gelegenheit für die Affiliierten der 6 BAK-Institutionen, Mittel für kleinformatige Projekte zum einschlägigen Thema einzuwerben und zum Beispiel als Seed Money für die Vorbereitung größerer Projekte dann zu investieren. Das Jahresthema läuft über die Jahresgrenze hinweg. Es beginnt also so ähnlich wie das altägyptische Kalenderjahr ungefähr im Herbst, sodass wir jetzt in diesem Jahr auf den Abschluss der Projekte des Jahresthemas 2022-23 zurückblicken und den Start der Projekte des laufenden Jahres schon erlebt haben. Das Jahresthema 2022-23 mit Reden, Transdisziplinarität und Partizipation in der alten Welt kennen Sie und einige von Ihnen erinnern sich vielleicht auch an die Inauguration des Themas im Mai 2022 in der James-Simon-Galerie. Und ich brauche hier nicht nochmal im Detail dieses Thema aufzurufen. Ich möchte Sie vielmehr auf das Jahresthema-Heftchen verweisen, das Sie alle haben. Wenn Sie es nicht in der Hand haben, dann sitzen Sie vermutlich darauf. Das ist ein sehr lesbarer Vierseiter, der Sie über die Relevanz des Themas, über die 4 Projekte und 5 Interviews und über die Konsequenzen und Lehren daraus informieren wird. Und ich danke der Geschäftsstelle, die das wieder so schön gemacht hat. Das Jahresthema 2023-24 mit Konflikten umgehen, varia lectio, Konflikte umgehen in der alten Welt. Dieses Thema ist also derzeit in Arbeit und zwar namentlich durch 4 Projekte, Elke Kaiser an der FU und Tobias Mörz von der Uni Hamburg arbeiten über Bedrohung aus dem Osten, der eurasische Steppenraum als Konfliktreservoir und Innovationsmotor, Ilja Heid, DAI, Jana Eger, Freie Universität, Vera Eckbers, Universität Cottbus haben das Thema Fight or Flight, The Archaeology of Space, Mobility and Violence. Daria Sterbens-Erker von der Humboldt-Universität hat eine Gruppe, die sich mit Konflikten und religiös-politischen Konfliktlösungen in der griechisch-römischen Welt beschäftigt. Und Ulrike Emich von der Akademie das Thema Wenn Waffen sprechen, Inschriftentexte auf Waffen als performative Botschaften. Alle diese Projekte werden im Frühjahr 2024 in Workshops und Konferenzen ausmündend, beginnend Ende Februar mit Wenn Waffen sprechen, Mitte März dann Threat from the East, Mitte April Konflikte und religiös-politische Konfliktlösungen, Ende April Fight or Flight. Sie können also, wenn Sie wollen, einen Crashkurs in dieser großen Thematik binnen 2 Monaten haben und die genauen Termine, die schon feststehen, können Sie im Veranstaltungskalender der Website des BAK finden, die Sie ja alle kennen. Ein weiteres Förderformat im Horizont des Jahresthema war bzw. ist derzeit das Visiting Research Fellowship 2023, ein Programm, das der Animation von Belebung von Forschungstandems zwischen auswärtigen Postdocs und an Berliner Antike-Kolleg-Institutionen affiliierten WissenschaftlerInnen abzielt.
5 Fellows wurden ausgewählt, nein, 6, aber 5 sehen Sie bereits. In alphabetischer Folge, Amel Budar arbeitet am DAI mit Philipp von Rummel über das Thema Iconography and Epigraphy in Context, the Funerary and Votive Stile of Teveste, 1st to 4th Century. Martin Dinter an der Humboldt-Universität mit Daria Sterbenserker zu Conflict Resolution, Compromise and Reconciliation in Classical Literature. Christian Langer erforscht an der HU mit Alexandra Werbowsek Memory and Cultscapes of Conflict, Obelisks of China. Steinacher untersucht mit Stefan Esters an der Freien Universität Romanes and its Transformations 300 to 800 Common Era. Marika Rauhala zusammen mit der HU und Daria Sterbenserker über Weathering the Storm, Religious Responses to Communal Crisis in Ancient Greece. Und last but not least, Anke Walter forscht an der Freien Universität mit Burkhard Emme über the Corporeality of Conflict, the Seven Against Thebes in Imperial Roman Literature and Art. Auch einige dieser Projekte werden den Veranstaltungskalender der Berliner Altertumswissenschaften bereichern. Die erste schon im Januar. Ja, achten Sie darauf, diese Veranstaltung von Christian Langer nicht zu verpassen, falls Sie das interessiert. Unter den Aktivitäten dieses Jahres möchte ich hier erinnern an das mit ExpertInnen aus Berlin, Istanbul und Kairo besetzte Podium, das am 27. Februar unter dem Titel Neue alte Welt im Treppenhaus des Neuen Museums Probleme der transnationalen Archäologie im Osmanischen Reich diskutierte. Ich erinnere an den Career Day im März, ein Berufsberatungsformat, das speziell an altertumswissenschaftliche PhD-Studierende adressiert ist. An den 6. Berliner Antiquity Slam, der Anfang Oktober gemeinsam mit dem Vorderasiatischen Museum vor der effektvollen Kulisse des Ishtar-Tors zelebriert wurde. Oder auch an den Workshop Understanding Athenian Vases vor gerade anderthalb Wochen. Andere Aktivitäten liegen ganz oder teilweise in der Zukunft. So startet in der nächstmöglichen Zukunft, etwa in 15 Minuten, die neue Vortragsserie des Berliner Antike-Kollegs Current Issues in Ancient Studies. Dieses neue Format besteht aus 2 Komponenten, einem programmatischen Abendvortrag und einem Workshop. Die Meisterin des heutigen Abends, Emily Greenwood, bietet morgen dann also einen Workshop zum Thema Internationalization as Challenge and Opportunity in Classics and Ancient Studies an. Dieser Workshop ist speziell an Werksatzpromovierende adressiert, aber auch offen für andere InteressentInnen. Einige aus der Vergangenheit in die Zukunft ragende Projekte sind das Digital Archaeology Network, das seit längerem etablierte Digital Classicist Seminar und der verhältnismäßig neu konstituierte Arbeitskreis Digital Classics. Während wir so die Digitalität in unseren Fächern sowohl forcieren als auch reflektieren, förderte das Berliner Antike-Kolleg im letzten Jahr auch eine monumentale Buchedition, die Reinhard Altenhöhner bereits erwähnt hat, die von Christiane Hackel herausgegebene Enzyklopädie der Philologie von August Boeck, dem, wenn man so will, ersten Altertumswissenschaftler der Berliner Universität und einer, der mit seinem kulturgeschichtlich weiten Forschungsprogramm der Sachphilologie zu einem Vordenker der Interdisziplinarität in den Altertumswissenschaften geworden ist. Und eben dieses Forschungsprogramm wird in eben dieser Enzyklopädie entwickelt. Sind all die genannten Aktivitäten, Veranstaltungen und Projekte des Antike-Kollegs darauf gerichtet, Personen, Institutionen und Disziplinen der Altertumswissenschaften Berlins in Bekanntschaft, Kontakt, Austausch miteinander zu bringen, so liegt ein
Teil der Bestätigung seines Erfolges im Zustandekommen und erst recht in der Bewilligung von Berliner Verbundforschungsanträgen. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass die DFG-Forschungsgruppe Ideologien, Figuren und Funktionen begründenden Erzählens in Wissenschaft und Literatur mit ihrer Sprecherin Susanne Gödde den Schritt in die Bewilligung gehen konnte und gratulieren den Protagonisten. Wir möchten auch nicht versäumen, Sie auf die feierliche Eröffnung dieser ab nun unter dem Code FOR5323 formierenden Forschungsinstanz am Donnerstag, dem 11. Januar nachmittags hinzuweisen. Und wir wünschen natürlich allen Beteiligten eine an Erfolgen und Überraschungen reiche Arbeit. Andere mit Beteiligung und Unterstützung des Antike-Kollegs in letzter Zeit zustande gekommene Verbundforschungsanträge in laufenden Antragsverfahren sind der SFB-Antrag Infrastructures and their Doppelgängers, über den Sie gleich Näheres erfahren werden, das DFG-Langzeitprojekt Galen's Commentary on the Hippocratic Aphorisms, von dem ich Ihnen hier und heute bei erster Gelegenheit mitteilen kann, dass jetzt auch die Bewilligung vorliegt, und zwei Einstein Visiting Fellowships, die auch in unserer Pipeline noch sind. Bevor wir jetzt also zur Projektpräsentation Infrastructures and their Doppelgängers weitergehen, als einen letzten Punkt gestatten Sie mir noch die Begrüßung und Bewillkommnung neuer Gesichter, aber eben auch neuer Kräfte und neuer Charismata. Neue Kräfte in jener Vereinigung der Berliner Forschung zur alten Welt, die das antike Kolleg symbolisiert. Wir begrüßen die heute hier anwesende Babette Edelmann-Singer, Professorin für alte Geschichte an der Freien Universität, Lisa Cordes, Professorin für Latinistik an der Humboldt-Universität, Henny Pierzonka, Professorin für prähistorische Archäologie an der Freien Universität. Also diese drei können Sie heute Abend noch kennenlernen, falls Sie sie noch nicht kennen, und den leider durch familiäre Unbilden an der Teilnahme heute verhinderten Sebastian Briegnitz, Arbeitsstellenleiter der Inscriptiones Graecae an der BBAW und Privatdozent für klassische Archäologie an der Freien Universität. Wir freuen uns, dass Ihnen dass Ihre Fächer an unseren Universitäten und an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen Berlins dank Ihnen neu berufenen Kontinuität, Prosperität und neue Impulse erlangen werden. Und wir wären nicht das Berliner Antike-Kolleg, wenn wir nicht uns und Ihnen wünschen und Sie einladen würden, dass Sie sich mit Ihrer Kreativität und Ihrer Konnektivität ins pralle intellektuelle Leben der Berliner alten Welt stürzen. Also lassen Sie uns die neuen Kräfte und Charismata mit einem Applaus begrüßen. Und damit gebe ich jetzt das Wort an Elke Hartmann, Direktorin des Instituts für Osmanistik und Turkologie, und Cale Johnson, Direktor des Instituts für Wissensgeschichte des Altertums an der Freien Universität, die beiden Antragstellenden des SFB-Antrags Infrastructures and their Doppelgängers. Okay, perfekt. So, wir wollten nur kurz über einen Sonderforschungsbereich Vorhaben berichten, der derzeit größtenteils, aber nicht ausschließlich, an der Freien Universität Berlin entwickelt wird. Wie Sie auf die Folien sehen können, handelt es sich um Infrastructures and their Doppelgängers, und ich weiß, dass in Deutsch die S ist ein Fehler, aber auf Englisch man muss. Ja. An dessen Entwicklung Schorek und ich sind Federführende beteiligt sind. Der Titel mag Ihnen bekannt vorkommen, da er aus Diskussionen hier in Berlin antiker Kolleg vor ein paar Jahren hervorgegangen ist. Ich muss sagen, vor 1000 Jahren, es gefällt mir, in diesem alternativen Universum, welches die Covid-Pandemie
hervorbrachte, hat der Berliner antike Kollege etwa Wunderbares geleistet. Ein offenes Entwicklungsmodell für Forschungskluster hier in Berlin. Einige der wichtigsten Bausteine in diesem Sonderforschungsbereich sind als Teil dieses Prozesses entstanden. Das war, bevor Schorich an dem Projekt angeschlossen hat. Seitdem hat es sich ziemlich verändert. Ich wollte vor allem dem Berliner antike Kolleg danken, einschließlich den Vorstand, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen, die an diesem Prozess teilgenommen haben. Ich möchte auch betonen, dass das Berliner antike Kolleg eine sehr wichtige Rolle in der akademischen Landschaft Berlin spielt. Gäbe es kein antike Kolleg nicht, mussten wir es dringend erfinden. Ja, wir sollen das all darüber nachdenken. Das Projekt Infrastructures and their Doppelgangers befasst sich mit heterogenen, aber größtenteils kulturellen Infrastrukturen, so nicht Schienen und Bahnen hauptsächlich, aber Schriftsysteme, Verwaltungstechnik, Architektur und so weiter, im Lauf von Zeit und Raum, wobei sowohl textuelle und archäologische Ansätze als auch sehr alte und sehr moderne Kontext berücksichtigt werden. Anstatt der Normen und Teleologien des Infrastrukturmodells zu folgen, suchen wir nach den unerwarteten und überraschenden Aspekten größerer kultureller Infrastrukturen. Weil wir zurzeit in der Leitung sind, kurz zwei neue kleine Komponenten. Die erste ist, dass wir Hans-Jörg Reinbergers Idee der inneren Zeit eines experimentellen Systems übernehmen und auf kulturelle Infrastrukturen anwenden. Für Reinberger war die sogenannte innere Zeit die Möglichkeit, dass ein System oder für uns eine Infrastruktur etwas Überraschendes oder Neues hervorbringen kann. Und so definieren wir in unserem Projekt die Doppelgänger, ja, die neuen und überraschenden Wege, auf denen sich Infrastrukturen verwandeln. Ja, und dann. Der zweite Aspekt unseres Projektes ist, dass alle Teilprojekte zutiefst disziplinär verankert sind. Die kommen aus ihren jeweiligen Fachdisziplinen. Aber jedes Teilprojekt, was aus seiner eigenen disziplinären Herkunft erwächst, wird fortentwickelt und streckt gewissermaßen seine Fühler aus zu Kontextualisierungen und auch zu etwas, was wir den schiefen Vergleich nennen. Also das Vergleichen von Dingen, die man gemeinhin für nicht vergleichbar halten würde, die wir aber in ihrer Unterschiedlichkeit vergleichen, um Spezifizitäten, aber auch vielleicht Generalisierbarkeiten oder Universalitäten besser zu erkennen und um auch sozusagen unsere disziplinären schiefen oder auch blinden Flecken zu erkennen. Nämlich eben einen Vergleich, der die auch Standardforschungsannahmen unserer bestimmten Disziplinen hinausweisen soll und damit eben sozusagen eingefahrene Wege, Unterschiede sichtbar zu machen. Hier sind die, in welche Richtung drücke ich denn? Nein, das war die falsche. So, hier sehen Sie die ganze Liste von all den Teilprojekten, die mitbeteiligt sind, und Sie sehen die in Gruppen gruppiert. Das ist in der Tat in der Vorbereitungsphase, in den langen Vorbereitungsdiskussionen, die wir hatten, das erste Überraschende, dass sich tatsächlich sehr starke Ähnlichkeiten in der Weise ergeben haben, wie Doppelgänger in sehr unterschiedlichen kulturellen Kontexten entstehen. Und so haben wir Doppelgänger in Typen oder in Familien zusammengefasst, vier verschiedene, und die eben die Titel dann dieser Teilgruppen, dieser Arbeitsgruppen versuchen wiederzuspiegeln. Das sind Code, Recode, Imagine, Reimagine, Value, Revalue und Place, Replace. Auf dieser hoffentlich nicht allzu unübersichtlichen schematischen Darstellung sehen Sie die Zeiten und Orte,
in denen sich unsere Teilprojekte jeweils konzentrieren. Sie sehen, dass es diese Gruppen, die Arbeitsgruppen, die ich eben benannt habe, quer zu diesen Zeiten und Orten laufen, nämlich auf der einen Seite thematische Typen, auf der anderen Seite eben mehrere Teilprojekte jeweils in verschiedenen geografischen Räumen und auch in Zeiten sich wiederfinden, und dadurch sollen Vergleichsmöglichkeiten entstehen, dadurch sollen Kommunikationsräume entstehen und eben auch diese unerwarteten Erkenntnisse vielleicht sich einstellen, die sich eben im Austausch von den Feldern ergeben, die man normalerweise vielleicht nicht zusammendenken würde. Und dadurch eben auch bestimmte Kontexte ans Licht bringen, die man in der isolierten Betrachtung eher nicht sehen würde. Blinde Flecken natürlich ebenso, die man dann eben in diesen Diskussionszusammenhängen sichtbar macht, durch das, was wir eben den schiefen Vergleich genannt haben. Eine Metaebene dazu ist auch die Kritik der Disziplinen. Dieser schiefe Vergleich, der bewegt sich nicht nur auf der Sachebene, auf der Gegenstandsebene, sondern auch auf der Ebene der disziplinären Kritik, möglicherweise disziplinäre Ausweitungen. Das ist unsere Vorstellung davon, wie man interdisziplinär arbeiten kann und gleichzeitig zutiefst verwurzelt bleiben kann in seiner eigenen disziplinären Expertise. Das ist, wo wir jetzt stehen und wohin wir gehen werden, und auf diesem Weg dahin. Wir haben die Antragsskizze im September eingereicht bei der DFG. Wir warten jetzt im April darauf, ein erstes Beratungsgespräch zu haben mit den VertreterInnen der DFG, um dann hoffentlich Ende 2024 einen vollständigen Antrag einzureichen. Auf dem Weg dahin haben uns schon viele Kolleginnen und Kollegen begleitet. Wenn Sie Anregungen haben, Ideen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Alumni, liebe Gäste, meine Damen und Herren. Für die Ehrung und Verabschiedung unserer Alumni und für die Überreichung der Zertifikate ist dieser nach Wilhelm von Humboldt benannte Saal in der Mitte Berlins ein geradezu idealer Ort. Als Berliner Forschende und Institutionen sind wir den beiden Humboldt-Brüdern zutiefst verpflichtet. Und jeder der beiden passt auch zum heutigen Fest anders. Der eine, Alexander, ein weitgereister Naturforscher, Entdecker neuer Welten, Universalgenie und Kosmopolit. Und der andere, Wilhelm, ein gräkophiler Jurist und Sprachforscher, preußischer Diplomat und Minister, der vor allem als erfolgreicher Bildungsreformer in die Geschichte einging. Sein Konzept von der Einheit von Forschung und Lehre prägt unsere Universitäten bis heute nachhaltig und hoffentlich auch noch lange. Die von ihm angestrebte universelle Bildung ist heute allein wegen des enorm angewachsenen Wissens und der Flut wissenschaftlicher Publikationen kaum noch möglich. Und auch sein Ideal der Wahlfreiheit können heute vermutlich nur wenige realisieren. Aber wir feiern und würdigen heute Abend Absolventinnen und Absolventen der Berlin Graduate School of Ancient Studies, die die Humboldtschen Ideale durchaus repräsentieren. Sie haben sich freiwillig für die Altertumswissenschaften entschieden und diese bis zur Promotion mit Begeisterung, Leidenschaft und höchstem Einsatz verfolgt. Sie haben, um so weit zu kommen, von der Einheit von Forschung und Lehre sichtlich profitiert. Die interdisziplinären und interinstitutionellen Programme unserer Graduate School, kurz BERGSAS, können vermutlich keine altertumswissenschaftliche Universalbildung leisten, aber sie regen immer wieder dazu an, über den disziplinären Tellerrand hinauszuschauen und größere Zusammenhänge und Entwicklungen in den Blick zu nehmen. Sie möchten Visionen vermitteln, wie man die antiken Kulturen mit universellen Perspektiven erforschen kann. Um zum Genius Locke und seiner Bedeutung für uns heute zurückzukehren, damit meine ich nicht die Bibliothek, da haben wir viel zu gehört, sondern vielleicht eher Berlin als solches.
Als die Universität zu Berlin am 16. August 1809 gegründet wurde, gab es schon zentrale Einrichtungen, wie zum Beispiel die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften, die Königlich-Preußische Akademie der Künste und bedeutende Sammlungen. Hier wurden ideale Voraussetzungen für die akademische Forschung und Lehre geschaffen und für die Einheit der beiden, die Wilhelm von Humboldt so vehement propagierte. Seit dieser Zeit bildete Berlin, und auch das haben wir eben kurz schon gehört, ein intellektuelles Zentrum für die Altertumswissenschaften. In dieser Tradition des erfolgreichen Zusammenspiels universitärer und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen wurde fast genau 200 Jahre später, 2011, das Berliner Antike Kolleg gegründet und als Teil davon die Bergsas. Während im 19. Jahrhundert die Antike noch als allgemeines Ideal und Leitbild gelten konnte, muss, soll, kann, möchte, was auch immer Sie da einsetzen, ein antike Kolleg Sie in der heutigen globalen Welt ganz anders erforschen und positionieren. Und ich denke, der Vortrag, den wir gerade gehört haben, ist geradezu exemplarisch in dieser Hinsicht. In seinem 2021 publizierten Buch mit dem Titel »Die Deutschen und ihre Antike – eine wechselvolle Beziehung« schrieb der Althistoriker und Wissenschaftshistoriker Stefan Rebenich, ich zitiere, »Die Beschäftigung mit der Fremdheit der Antike ist eine intellektuelle, emanzipatorische Übung, uns selbst in Frage zu stellen und uns selbst zu finden.« Und er formuliert als Perspektive, dass die Erforschung der antiken Kulturen heute, Zitat, notwendige Grundlage einer demokratischen Gesellschaft sein sollte, wobei wir gelernt hätten, wiederum, Zitat, den Abstand zur Vergangenheit nicht aufzuheben, sondern auszufüllen. Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, haben sicher alle in den letzten Jahren ihre eigene Individualität und Persönlichkeit gebildet, was Wilhelm von Humboldt als, Zitat, oberste Aufgabe des Menschen sah. Das Promotionsstudium, das erfolgreiche Verfassen und Verteidigung der Dissertation, das sind Meilensteine, zumindest in der akademischen Persönlichkeitsentwicklung. Ob die Beschäftigung mit der Antike Sie mit Wilhelm von Humboldt zur philosophischen Kenntnis des Menschen überhaupt geführt hat, ob Sie mit Stefan Rebenich die Antike als intellektuelle, emanzipatorische Übung erforscht haben oder ob noch ganz andere Interessen und Motivationen Ihren Weg geleitet haben, das sei dahingestellt, das wissen natürlich nur Sie. Sie haben sich mit diesen Fragen sicher schon in Ihren Dissertationen auseinandergesetzt und wir hoffen, dass Sie als altertumswissenschaftlicher Nachwuchs die Antike auch in Zukunft ständig neu hinterfragen, in aktuelle Diskurse kritisch einbringen und in diesen positionieren und auf diese Weise die Antike und auch Institutionen wie das Berliner Antike Kolleg und die Bergsas am Leben erhalten und mit Sinn füllen. Wie das geht, haben wir gerade exemplarisch gehört und ich muss gestehen, dass ich sehr neidisch bin, dass Sie an diesem Workshop morgen teilnehmen können. Das würde ich auch gerne. Zu solchen aktuellen Diskursen zählt etwa die Verwendung von künstlicher Intelligenz in Forschung und Lehre oder wie man digitale und analoge Welten fruchtbar und sinnvoll verbinden kann oder wie man das Potenzial digitaler Methoden für die Erforschung der Antike maximal ausschöpft. Die Diskussion ist seit langem im Gange und alle am Berliner Antike-Kolleg beteiligten Institutionen sind an vorderster Front dabei. Wir möchten in der Bergsas von der mannigfaltigen Berliner Expertise auch für die Ausbildung der Promovierenden so umfassend wie möglich profitieren. Das wird in den nächsten 3 Jahren in optimaler Weise möglich sein, weil die Bergsas in diesem Jahr den Preis der Einstein-Stiftung Berlin zur Förderung exzellenter Doktorandenprogramme erhalten hat. Die Bergsas wird diese Fördermittel nutzen, um in Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und dem Deutschen Archäologischen Institut den Bereich der Digital Humanities innerhalb der Ausbildung der Promovierenden noch weiter zu stärken. Im Vordergrund stehen Themen wie etwa die digitalen Forschungsmethoden und Instrumente, das Forschungsdatenmanagement und digitales Publizieren.
Wir sind nicht nur der Einstein-Stiftung für diese Auszeichnung und Förderung zu großem Dank verpflichtet, sondern auch zahlreichen anderen Institutionen in der reichen Berliner akademischen Landschaft. Die Bergsaß würde ohne diese Unterstützung nicht existieren und florieren. Dazu zählt natürlich an erster Linie das Berliner Antike Kolleg selber mit allen beteiligten Institutionen, das Einstein Center Kronoi, dem wir ebenfalls vielfältige intellektuelle und finanzielle Unterstützung verdanken, sowie etwa der DAAD und zahlreiche Stiftungen, die unsere Promovierenden mit Stipendien fördern. Ihnen allen, und ich hoffe jetzt, dass ich keinen vergessen habe, sei an dieser Stelle wirklich ganz herzlich gedankt. Unser größter Dank geht heute Abend aber an den diesjährigen Alumni-Jahrgang, der diese mannigfaltige Förderung bestens genutzt und die Altertumswissenschaften mit neuen Forschungen bereichert hat. Die 10 Dissertationen, die in diesem Jahr in 5 verschiedenen Disziplinen erfolgreich abgeschlossen und verteidigt worden sind, veranschaulichen trefflich, wie aktiv und erfolgreich die altertumswissenschaftliche Forschung in Berlin auch im 21. Jahrhundert ist. Manche Abschlüsse sind noch ganz frisch, nur wenige Tage alt, und die letzte Disputatio liegt erst wenige Stunden zurück. Es freut mich besonders, weil ich den Vorsitz in dieser Kommission hatte. Wir beglückwünschen Sie alle zu Ihrer Promotion, und wir danken auch den akademischen Betreuerinnen und Betreuern der Projekte in Berlin und außerhalb für Ihr Engagement, für Ihre Förderung und Unterstützung der Promovierenden. Sie alle tragen zum Erfolg unserer Graduiertenschule bei, die mittlerweile eine dreistellige Zahl von Alumni aufweist. Ich übergebe nun an Frau Professor Dagmar Schäfer, die die Zertifikate an die Alumni überreichen wird, und zwar für diejenigen, die heute persönlich anwesend sind. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute hier zu stehen und dieses ehrenhafte Amt auszuüben. Und ich möchte damit anfangen, Frau Marianne Erber auf die Bühne zu bitten. Stellen Sie sich ruhig dahin, damit Sie alle sehen können. Frau Marianne Erber hat eine Dissertation über die empirischen Studien zu frühklassischen Stilmerkmalen der Plastik, hier sind die Objekte, des Mittel- und Schwarzmeerraumes gemacht und über die lokalen Formen in griechischen und nicht-griechischen Kontexten des späten 6. und frühen 5. Jahrhunderts vor Christus. Sie wurde promoviert im Rahmen der Bergsaß Ancient Objects and Visual Studies. Und bevor ich ihr das Zertifikat übergebe, darf ich ihr ebenso auch eine Frage stellen, die sie vorher schon wusste. Das heißt, sie konnte die Antwort vorbereiten, nicht wie in der Disputation, über ihr größtes Forschungshighlight. Würden Sie das mit uns teilen? Was war Ihr größtes Forschungshighlight? Also ich glaube, als Archäologin war das größte Highlight die Forschungsreisen generell. Und ich hatte die Möglichkeit, mehrere Wochen in Griechenland zu verbringen und in jedem noch so kleinen Museum zu forschen und nachzuschauen. Und ich hatte auch die Möglichkeit, nicht nur die Objekte in der Bibliothek, in den Büchern zu sehen, sondern eben sehr viele davon auch im Original. Und das war ein Highlight für mich. Wunderbar. Objekte, Objekte. Ich glaube, wir dürfen ihr das Zertifikat jetzt geben. Als nächstes möchte ich bitte Rolf Sporleder auf die Bühne bitten. Rolf Sporleder hat eine Dissertation zu Kammerpan-Reliefs, einer römischen Kunstgattung, geschrieben und wurde promoviert im Programm Ancient Objects and Visual Studies. Er promovierte mit Förderung durch die Einstein-Stiftung Berlin im Einstein-Zentrum Kronoi. Und auch Sie müssen eine Frage beantworten, bevor Sie Ihr Zertifikat bekommen. Und zwar würden wir gerne von Ihnen wissen, wohin Sie Ihre wohl interessanteste Forschungsreise führte während Ihrer Studien.
Ja, die interessanteste Forschungsreise, die führte mich an einen Ort, an dem es ganz wenige Campana-Reliefs leider gibt, in die USA, wo ich ein Auslandssemester in Harvard absolviert habe. Und das ist natürlich einmal was ganz Außergewöhnliches für mich gewesen, mit der Bergsas eine Institution zu haben, die überhaupt so hochkarätige Partneruniversitäten hat. Und gleichzeitig war es natürlich auch die Zeit, in der ich promoviert habe, eigentlich nicht die Zeit für Auslandssemester. Also eigentlich war es für 2020 geplant, es wurde dann 2021. Und nachdem ich das Auslandssemester eigentlich schon abgeschrieben hatte, hatte ich dann natürlich dort die Freiheit, das Wiederaufblühen der Universitätslandschaften nach den ganzen Restriktionen der Pandemie, das natürlich für mich dann auch ein besonderes Erlebnis war, das dann auch im Ausland zu machen, mit Kommilitoninnen, die natürlich auch ganz begeistert davon waren, sich wieder auszutauschen, wieder an die Unis zu kommen, und hatte dann natürlich auch die Möglichkeit, dort ja, viel zu entdecken, Museumssammlungen, von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt, und das war sicherlich das Interessanteste und auch Unverhoffteste. Eine wunderbare Antwort, die zeigt, dass Forschen immer auch Reisen heißt. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes möchte ich bitte, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Argoroy Litari auf die Bühne bitten. Ist sie da? Ja. Sorry for the... So you see, I'm a sinologist and not a, at home in this region. So Argoroy Litari dürfte eigentlich noch keinen Applaus kriegen. Sie hat eine Dissertation geschrieben über Proclus Hypotyphosis, Aristronomicarum Positionum, Introduction, Translation and Commentary with the Study of the Diagrams and Illustrations. Ein Topos, der sicherlich für eine Wissenschaftshistorikerin für mich sehr interessant ist, obwohl es nicht meine Region der Welt ist. Und sie wurde promoviert im Programm Ancient Philosophy and History of Ancient Sciences und promovierte mit Förderung des DAAD im Graduate School Scholarship Program. Argoroy bekommt noch kein Zertifikat, weil sie hat ihre Disputation noch vor sich. Aber sie kann heute schon die erste Frage beantworten. And this first question actually is, just that you get a sense of what a Viva actually is about, what was your most exciting research result? Well, as part of my research, I had to study the astronomical diagrams that accompany the treatise I worked on. And I realized that and this was the most exciting research result, that deep knowledge, deep understanding of the astronomical theories is presupposed for a diagram to be correct and appropriate for the text which is supposed to refer to. This has implications for both for the authors which produced initially the astronomical diagrams and for the copists that in later centuries reproduced them. Yes, the manuscript, the world of the manuscripts was a very exciting world. Thank you so much. Thank you. I cannot give her, as I said, the certificate, but can I ask you to keep your fingers crossed for tomorrow, 4 p.m. Please do not forget. So we don't want to jinx that, right? As next, I would like Nalini Kirk bitte auf die Bühne zu kommen. Sehen Sie es schon zwischen Deutsch und Englisch? Warte, setz dich da hin. Gut. Nalini Kirk hat ihre Dissertation über medizinische Erzählungen im China der späten Kaiserzeit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert geschrieben, über Wettbewerb, Sprache und Autorität.
Sie wurde promoviert im Programm History of Ancient Science und sie promovierte mit Förderung durch den DFG-Exzellenzcluster Topoi. Auch sie bekommt eine Frage, bevor sie ihr Zertifikat kommt. Ihre Disputation ist schon vorbei, also sie hat schon bestanden. Und zwar, was war ihre packendste Quelle? Es ist schwer zu sagen. Ich hatte so viele tolle Erzählungen, die ich lesen konnte und übersetzt habe. Aber ich muss sagen, die ungewöhnlichste Quelle waren, glaube ich, die Handschriften von Wanderärzten, von denen ich wusste, die hätte ich gerne mit drin, aber als ich zum ersten Mal davor gesessen bin im Handschriftenlesesaal, habe ich fast geweint, weil ich die einfach fast nicht lesen konnte. Da waren lauter falsche Zeichen drin und alles war durcheinander. Und ich bin für immer Professor Jung Jin Shin dankbar, dass er hatte sie sich angeguckt und er hat mir Transkripte gegeben. Und das war eine totale Offenbarung zu lesen, was diese Wanderärzte so erzählt haben, um ihre Kunden zu gewinnen und wie sie Termini neu gedeutet haben und auf ihr Publikum angepasst. Das waren tolle Quellen. Ich glaube, einige davon sind auch im preußischen Kulturbesitz. Ja, ne? Genau. Ja, also liegen in der Staatsbibliothek und sind inzwischen auch fast alle digitalisiert. Eine Digitalisierungsinitiative. Meine Damen und Herren. Als nächstes bitte ich Thomas Heide auf die Bühne. Herr Thomas Heide hat seine Dissertation über die Wasserbewirtschaftung öffentlicher Badeanlagen in den Vesuvstädten geschrieben, zu bauhistorischen und hydrologischen Untersuchungen an den republikanischen Thermen, den Stabianer-Thermen sowie den Forumsthermen von Pompeji und dem Herkulaneum. Er wurde promoviert im Programm Landscape, Archaeology and Architecture und er promovierte mit Förderung durch die Einstein-Stiftung Berlin und das Einstein-Zentrum Kronau. Herr Heide hat bereits eine Disputation hinter sich und zwar heute am 11. Dezember. Ja. Sie sind also schon viele Sachen gefragt worden, aber wir stellen noch eine Frage ganz als letzte und zwar über Ihren fesselndsten archäologischen oder architektonischen Befund. Können Sie mit uns teilen, was das war? Ja, also ich mache das ganz kurz. Entsprechend meines Themas war es natürlich ein Bleirohr, was ich in den Staberner Thermen gefunden habe. Und das Besondere daran war zum einen natürlich der schiere Durchmesser. Also es waren 15 cm Durchmesser, so ein, kann man sich so ganz gut vorstellen. Und was besonders für mich daran war, ist eigentlich die Tatsache, dass ich das Bleirohr nur dadurch gefunden habe, dass ich vorher mit einem Metalldetektor das Gelände prospektiert habe und dann wirklich das zu finden, was man vorher nur mit einem Audiosignal erfahren hat, das dann wirklich zu sehen, das ist natürlich sehr beeindruckend gewesen. Disputation bestanden. Darf ich nun Martin Riesenberg auf die Bühne bitten? Bitte ich, mich dahin zu stellen. Martin Riesenberg hat eine Dissertation in der Archäologie geschrieben, und zwar zum Thema Analyse stabiler Isotopen an Knochenmaterial aus den osteuropäischen Steppengebiet des 4. und 3. Jahrtausends vor Christus. Er wurde promoviert im Programm Landscape Archaeology and Architecture und erhielt eine Förderung durch den DFG-Exzellenzcluster Topoi. Auch Sie, Herr Riesenberg, müssen eine letzte Frage beantworten. Und zwar wäre es ganz toll, wenn Sie mit uns teilen würden, was Sie nach Ihrer Meinung nach Ihr spannendstes Ereignis während Ihrer Dissertation war? Das spannendste Ereignis war tatsächlich während des Covid-Lockdowns, wo ich dann
im Endeffekt meine ganzen statistischen Analysen gemacht habe. Und da hat sich nämlich ein unglaublich interessantes Ergebnis eingestellt, was ich so nicht erwartet habe und was meine Daten, also was auch gar nicht im eigentlichen Fokus der Arbeit stand, also Mobilitätsuntersuchungen. Und zwar, es geht um einen Aspekt der Herdendemografie. Das heißt, in der ältesten Fundstelle, die ich untersucht habe, noch vor den ominösen, mittlerweile recht berühmten Yamnaya, habe ich mit meinen Isotopenuntersuchungen herausgefunden, dass die Geburtszeiträume des Kleinviehs von dieser Schafziegen von diesem Fundstelle sich die Geburtszeiträume über das ganze Jahr verteilen. Das ist insofern sehr bemerkenswert, weil natürlicherweise finden die nur im Frühjahr statt und es gibt keine Vergleiche aus den Jahrtausenden zuvor, dass es etwas Ähnliches gezeigt haben. Das heißt, es spricht für eine wesentliche im wesentlichen Skill, wie man es in Neudeutsch sagt, im Herdenmanagement dieser ersten spezialisierten Viehzüchter im westeurasischen Steppenraum und gibt möglicherweise auch Hinweis auf die frühe Milchwirtschaft, die diesen Kulturen, die ein wichtiger Bestandteil dieser frühen Kulturen ist und natürlich dann auch auf die historischen Reiternomaden, Skythen, Awaren, Hunnen, Mongolen und so weiter dann hinführt. Und das sozusagen dann zu sehen und das auch sozusagen quantitativ, statistisch überprüfbar zu sehen, das war das Spannendste. Antike Forschung, immer gut für eine Überraschung. Und damit möchte ich das Wort an meinen Kollegen Stefan Schmidt übergeben, der Ihnen die nicht anwesenden Absolventen vorstellt. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Mir kommt die vergnügliche Aufgabe zu, den spannendsten Teil des heutigen Abends zu begleiten. Sie haben festgestellt, hoffentlich, die Veranstaltung ist perfekt organisiert und durchgetaktet. Das ist vielleicht eine Gelegenheit, den zahlreichen Mitwirkenden hinter und auch vor den Kulissen ganz herzlich dafür zu danken. Wenn also etwas schiefgehen kann, dann jetzt, wo die Menschen von auswärts zugeschaltet werden. Ich hoffe, ich habe damit nur den Spannungsbogen, nicht aber den Druck auf die technischen Verantwortlichen erhöht. 40% der diesjährigen Alumni konnten aus durchaus verschiedenen und nachvollziehbaren Gründen heute Abend nicht in Berlin sein. 50% davon aufgrund von anderen Verpflichtungen und Zeitverschiebungen und anderen Argumenten auch nicht online anwesend sein. Das trifft leider auch auf den ersten Kandidaten zu, Herr Thorsten Renner. Der Titel seiner Dissertation, mit der er sich in den vergangenen Jahren beschäftigt hat, Vergangenheit als Konstruktion von Legitimation, das Konzept Archaismus im Kontext dreidimensionaler Bildwerke im ptolemäischen Ägypten. Die Promotion erfolgte im Programm Ancient Objects and Visual Studies, die Disputatio sehr erfolgreich zu Ende geführt vor genau einer Woche. Diese Promotion erfolgte mit Förderung der Firma Cup Technologies LP. Wir verzichten auf eine Frage, ebenso wie auf eine Übergabe des Diploms. Das wird mit der Deutschen Post hoffentlich noch rechtzeitig für unter den Weihnachtsbaum dann zugestellt. Der nächste Alumnus ist hoffentlich zugeschaltet. Ricardo Juliao sollte uns aus Lissabon hören und wir ihn hoffentlich auch und auch sehen. Er promovierte zum Thema Mapping the Roles of Memory in Galen's Erbe. Diese Promotion erfolgte im Programm History of Ancient Sciences und mit einer finanziellen Förderung durch den DFG-Exzellenzcluster Topoi. So you won't escape the question, I hope you are well prepared. I'm going to read the question and we are all eager to hear your answer. So what was your most gripping or perhaps the most surprising research outcome? Good evening and greetings from Portugal. I'm sorry for not speaking in English and not being there, but it was impossible. Well, my most interesting, so to speak, outcome in my research was to see that
It was about Galen on memory, so it was really very interesting in trying to explain all memory, individual memory, from a physiological and anatomical perspective. And so that was quite an unexpected, so to speak, not completely unexpected, but a very interesting way of putting things from Galen's side. And on the other way, on the other hand, the places or works where you find his explanations of memory working and failing to working from the individual point of view, that was there. The texts were quite unexpected in the sense that you were talking about the movement of muscles, and then you find very interesting and very important observations about what memory is, how it works, how it fails to work. And so that was perhaps, among many other things, but the most interesting, so to speak, or most unexpected results that I found when I was working on these texts from Galen. Thank you very much for that short but fascinating ONSI on your research work. Congratulations for your very nice screen and, of course, for your dissertation. Thank you very much. Wir fahren weiter mit Frau Noa Naftalovic, die uns heute Abend auch nicht hören und wir sie auch nicht hören und sehen können, leider. Sie wurde promoviert mit dem Thema Greek and Roman Architecture and Cosmological Perceptions. Diese Promotion erfolgte im Programm Ancient Philosophy and History of Ancient Sciences mit einer finanziellen Förderung durch die Einstein-Stiftung Berlin im Rahmen des Einstein-Doktorandenprogramm-Preises und durch die Humboldt-Universität zu Berlin. Auch ihr in absentia ganz herzliche Gratulation. Und damit kommen wir auch in absentia. Dankeschön. Der last but not least Kandidat, der den Abschluss dieser Veranstaltungssequenz bilden wird, hört uns hoffentlich aus Heidelberg und wir werden ihn auch sehen. Das erfolgt, die haben alle den gleichen Bildschirmhintergrund, wo das wohl herkommt. Thür Söfso verfolgt uns also aus Heidelberg. Er wurde promoviert an unserer Graduiertenschule mit einer Arbeit zu Cicero's Stoicism, Sceptical Reflections on Stoic Ethics. Diese Promotion erfolgte im Programm Ancient Philosophy and History of Ancient Sciences und wurde gefördert durch das DFG-Graduiertenkolleg Philosophy, Science and the Sciences. I guess you have been prepared to answer the last question in relationship with your dissertation before the publication, I hope. So here comes the question, what was your most important insight? I guess during the work on your dissertation. I think my most important insight was what it means to be a good researcher. Not that I learned to be one necessarily, but living shortly in Berlin and experiencing the very rich research environment there, I learned an awful lot about what it means to be a researcher, what it means to interact with your colleagues in a positive way, and what it means to do good research, looking at my colleagues and trying to emulate. So I think that was actually my most important insight. Thank you very much. A very smart answer. Thank you. I hope you will allow us to quote you on that. Can't hear us anymore. Anyway, so he will. Dankeschön, das war's auch schon für diesen Teil des Programms. Ich habe jetzt das Vergnügen, dem Kollegen Philipp von Hummel in der Funktion als BAC-Direktoriumsmitglied für das Schlusswort zu übergeben. Bitte schön, Philipp. Danke, lieber Stefan. Ich werde auch überhaupt nicht lange sprechen. Es gilt vor allen Dingen zu danken, aber bevor ich danken will, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch auch vom Vorstand des Antike-Kollegs allen Absolventinnen der Bergsas. Ein riesengroßer Dank dir, Emily Greenwood, for that fantastic lecture. Thank you very much for coming over to Berlin. Ganz großen und herzlichen Dank, lieber Altenhöhner und allen Mitarbeiterinnen,
der Staatsbibliothek, dass wir diesen Saal nutzen können. Einen ganz, ganz großen Dank an die Geschäftsstelle des Antike-Kollegs. Hier sitzt Henrike Simon und alle Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle für die Vorbereitung dieses Backabends. Das ist ja die zentrale Veranstaltung, die sozusagen unsere Jahresveranstaltung, in der sich das Back präsentiert. Der macht natürlich viel Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Dieses Teiles, der eigentlich wichtigste Teil, kommt jetzt, das Connecten, Sprechen, Networking, Pläne schmieden für die Zukunft. Das machen wir, wie Herr Altenhöhner schon erklärt hat, hier drüben. Man geht hier quer durch auf der gleichen Ebene. Dort wird es einen Empfang geben, zu dem Sie alle ganz herzlich eingeladen sind. Und Ihnen allen nochmal herzlichen Dank für das Kommen und das Dabeisein heute Abend.